Ja, und als nächstes zeigen wir Ihnen als erstes mal, bevor wir mit dem eigentlichen Messen beginnen, wie die entsprechende Messleitung mit der Prüfspitze bzw. Krokodilklemme kompensiert wird. Das ist nämlich notwendig, um ein genaues Ergebnis zum Beispiel beim Schutzleiterwiderstand zu erhalten. Sie haben ein neues Gerät und wollen jetzt zum Beispiel die Schutzleiterwiderstandsmessung durchführen und bekommen jetzt als Anzeige Kompensation der Sonde nicht ausgeführt. Sprich, das muss als erstes durchgeführt werden. Dazu gehen wir hier auf die Taste Setup. Gleich hier oben steht Kompensation RPE. Wir drücken bitte die Starttaste. Jetzt wird mir ein entsprechendes Bild angezeigt, was ich mit meiner Messleitung und der Fußspitze zu tun habe. Sprich, hier oben einstecken. Anschließend in diese Kompensationsbuchse drücken. Fest andrücken und die Starttaste betätigen. Jetzt wird der Eigenwiderstand der Leitung entsprechend vom Gerät kompensiert, sprich also bei den späteren Messungen rausgerechnet. Das war's. Sie drücken anschließend auf Stopp und können nun dann beginnen mit den eigentlichen Messungen.